Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Gerda, A Flame in Winter. Ja, in der letzten Folge ist etwas wirklich Schreckliches passiert. Der Arzt Harald Lindholm, der dänische Arzt von Tinglev, ist gestorben. Beziehungsweise er wurde getötet, und zwar im Affekt aus Versehen von Peter, dem Widerstandsmann der Dänen hier in Dänemark. Das Ganze ist mit einem oder während eines Handgemenges zwischen Reinhard, dem Soldaten, dem deutschen Soldaten, und Peter passiert. Und das ist natürlich ziemlich krass und wird auf jeden Fall große Konsequenzen nach sich ziehen, so denke ich. Immerhin war Harald Lindholm, sofern wir das wissen, der einzige Arzt hier in Tinglev. Und er kann dann jetzt zum Beispiel auch nicht mehr den Pastoren in irgendeiner Art und Weise behandeln und auch keinen der anderen Kranken, die hier noch irgendwie, ja, geplagt werden von einer Krankheit. Und sowohl der Widerstand als auch die Deutschen wissen nun, dass wir das Penicillin nicht für sie besorgt haben. Denn Reinhard wollte das Penicillin. Peter wollte das Penicillin allerdings auch für den Widerstandskämpfer, der Dänen, der angeschossen wurde. Und Esther will auch das Penicillin für ihre Tochter, wo wir nicht genau wissen, was sie denn haben könnte. Und wir wissen aber auch, dass der Pastor ja auch krank ist. Also auch er könnte das Penicillin gebrauchen. Wir haben also direkt vier Parteien oder vier Leute, die ein Interesse daran haben könnten, damit behandelt zu werden. Und sowohl die Deutschen als auch der Widerstand werden jetzt erfahren, dass wir nicht in ihrem Sinne gehandelt haben. Und das könnte uns natürlich in eine ziemlich schlechte Situation bringen. Aber was genau das bedeuten könnte, werden wir jetzt hier erfahren. But I'll finally get to see Anders again. I hope what I did was worth it. It has to be. Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, Reinhard kann uns eigentlich nicht verpfeifen, weil wir ihn sonst wiederum verpfeifen könnten. Er schmuggelt ja offenbar Ware und könnte auch unter anderem für den deutschen Waffenhandel verantwortlich sein, beziehungsweise für den Handel mit deutschen Waffen, die ja unter anderem auch beim Widerstand gelandet sind. Und wenn das herauskäme, dann wäre er ziemlich im Eimer. Also da haben wir noch so ein bisschen ein Druckmittel gegen ihn. Ich weiß aber nicht, wie er gegen Anders vorgehen könnte, wenn er nicht seine schützende Hand über ihn hält. Allerdings haben wir ja das Wort von Felix Stahl und von unserem Vater, dass sie eigentlich auf ihn aufpassen würden. Das Ganze wird sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie es da jetzt weitergeht. Und das ist nur das Ende des zweiten Tages, ne? Also wir haben ja morgen auch noch das Bankett vor uns. Der Westerguards, wo ja auch wahrscheinlich hochrangige Gestapo-Leute auftauchen werden. Ah, Gerda, mein Kind. Hast du es geschafft, das Penicillin zu besorgen? Ja, hier, nehmen Sie. Oh, wunderbar. Ich schaue mal, was ich für deinen armen Mann tun kann. Es tut mir leid, dass ich mich nur als Kurier anbieten kann. Vielleicht wären andere Komplizen in der Lage gewesen, dich in das Gebäude zu bringen. Aber leider bin ich nur ein einfacher Pfarrer. Aber ein guter Mann. Und das zählt wirklich mehr als alles andere. Soll ich ihn irgendetwas von dir fragen? Das ist vielleicht meine einzige Chance. Fragen Sie ihn Nahrung, wenn er essen muss. Wir haben Nahrung, wenn er essen muss. Und dann geben Sie ihm dieses Essen. Natürlich, mein Kind. Ich bin sicher, das wird ihn aufmuntern. Ich gehe dann jetzt hinein. Möge der Himmel uns an diesem dunklen Winterabend gnädig sein. Er ist schon eine ganze Weile da drin. Hoffentlich kommt er bald wieder. Nervös wischst du deine behandschuhten Hände an deinem Mantel ab. Du wirst das Gefühl einfach nicht los, wie Haralds Blut unter deinen Händen immer kälter wird. Du spürst es überall. In deiner Nase, unter den Fingernägeln. Oh je. Nein. Nein, hör auf damit, Gerda. Reiß dich zusammen. Niemand darf davon wissen. Jakob könnte jeden Moment zurückkommen. Oh, da ist er. Wie war es?
Nun ja, sie waren nicht so zugänglich, wie ich gehofft hatte. Sie hören nicht auf, deinen Mann zu befragen. Aber ich konnte das hier beschaffen. Er reicht ihr eine zerfledderte, handgeschriebene Nachricht. Danke, Vater Jakob. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Gern geschehen. Du faltest die Nachricht auf. Die Seite ist blutverschmiert. Vater Jakob zieht bei dem Anblick scharf die Luft ein. Bitte, würde es Ihnen etwas ausmachen? Aber natürlich nicht. Ich sollte erst das Tochter das Penicillin bringen. Vielen Dank, dass du es mir gebracht hast, Gerda. Du bist eine liebe Seele. Da bin ich mir nicht so sicher. Komm sicher nach Hause. Was steht in der Nachricht drin? Du wendest dich wieder dem Brief zu. Meine liebe Frau, ich bete, dass diese Nachricht nicht in die falschen Hände gerät. Aber du verdienst es, das zu wissen. Herr Westergaard mag deiner Meinung nach noch so gut zu uns gewesen sein. Er beliefert dennoch Hitlers Armeen mit Ausrüstung, die die Leute tötet, die für unsere Freiheit kämpfen. Wir hielten unseren Plan für wasserdicht, doch irgendwann sind wir wohl leichtsinnig geworden. Fehlgeschlagene Mission. Der Widerstand hat Westergaards Fabrik wegen seiner Zusammenarbeit mit der Wehrmacht sabotiert. Anders sagt, sie hätten den Auftrag nicht beendet. Irgendetwas ist schiefgegangen. Und jetzt bin ich weg und du musst mein Chaos beseitigen. Ein Chaos, in das viel mehr Leute verwickelt sind, als du vielleicht denkst. Ich flehe dich an, lass die Finger davon. Du hast mehr als genug getan. Bitte pass auf dich auf. In Liebe, Anders. Für wen hält er sich? Als könnte ich einfach alles vergessen. Nein, ich muss etwas tun. Ich muss ihn da rausholen. Er glaubt, dass das nicht mein Kampf ist? Tja, da liegt er falsch. Die Dänen sind nicht die einzigen hier, die mit dem aktuellen Regime unglücklich sind. Und ich will nicht, dass er wegen etwas erschossen wird, das irgendein faschistisches Regime vorschreibt. Wenn er mir keine Hinweise gibt, werde ich sie wohl selbst finden müssen. Es muss doch jemanden in dieser Stadt geben, der mir helfen kann. Womöglich Margits Vater, Algert Westergaard. Er ist zwar eindeutig korrupt, hat aber auch mächtig Einfluss in der Gemeinde. Und sein Wort hat durchaus etwas Gewicht bei der Gestapo. Aber ich weiß nicht, wie ich ohne Druckmittel zu ihm durchdringen soll. Morgen ist der Sonntagsgottesdienst. Vielleicht hilft mir der Pastor. Du drückst dir den blutverschmierten Brief an die Brust. Ich werde tun, was auch immer nötig ist. The Gestapo headquarters felt oppressive in the dim moonlight. I had passed by this building many times on my way into town, never paying much attention to the old police station, but something about the new occupants transformed it. It suddenly seemed to be mocking me, instilling fear. Was this the only place where I would be able to speak to my husband from now on? Ich konnte nur ahnen, wie es im Innern dieses Gebäudes sein musste. Ich musste Anders Mission fortsetzen, um ihn zu retten, auch wenn er wollte, dass ich mich da raushalte. Ja, die anderen finde ich zu... Nee, sie würde, glaube ich, eher das hier sagen. I could only imagine what it must have been like in that place. I had to continue Anders' mission to save him, even if he wanted me to stay out of it. Ah, Mitgefühl 3, wow. Vielleicht sollten wir doch nochmal anders entscheiden, damit wir bei den anderen Sachen auch nochmal ein bisschen wieder was kriegen. Ja, und schon sind wir bei Sonntag. Sonntag 8 Uhr. Und wie gesagt, das Bankett wird stattfinden heute und der Gottesdienst. Und da können wir nun vielleicht auf die Hilfe des Pastors bauen. Hier haben wir noch Einträge, die wir nicht gelesen haben. Jakob, immer mit seinen eingebildeten Krankheiten beschäftigt, traf mich vor dem Gebäude und versprach mir, eine Botschaft von meinem Mann zu überbringen. Es fühlte sich fast an, als wären wir Schulkinder, die geheime Nachrichten über einen Mittelsmann überbringen ließen. Anders litt sehr in der Gefangenschaft. Er warnte mich, ich solle mich von der ganzen schäbigen Angelegenheit fernhalten, aber er schlug vor, dass ich mit Margits Vater, Herrn Westergaard,
Rede, dem hiesigen Fabrikanten. Er war zwar das Ziel des Sabotageangriffs, aber mein Mann glaubte, dass er vielleicht doch ein Verbündeter sein könnte. Vielleicht. Die Frage ist, können wir es riskieren, mit ihm in irgendeiner Art und Weise zu interagieren? Es kann nämlich sein, dass wir Sachen sagen, die wir nicht mehr zurücknehmen können und dann ist es zu spät. Während des Einbruchs zog sich Harald eine schwere Verletzung zu, die ich nicht allein behandeln konnte. Ich fühle mich für seinen Tod verantwortlich. Ja. Hm. Ja, dann haben wir hier die Kirche. Will be presiding over the Sunday service. I need to catch him alone and ask him about Mr. Vestergaard. Ja, das müsste doch möglich sein. Wie gesagt, wir sind ja sehr gut gestellt mit ihm. Und da er uns vertraut, können wir ihm vielleicht auch ja, zur Zusammenarbeit überreden. Könnte auf jeden Fall nützlich sein. Ich hoffe, by the way, er hat das Penicillin nicht einfach für sich selbst behalten und nur so getan, als würde er es Sophia überbringen wollen. Die Glocken haben aufgehört zu läuten. Stimmt ja gar nicht. Der Sonntagsgottesdienst muss vorüber sein. Gut. Ich muss Pastor Jakob finden. Wenn mich irgendjemand in der Stadt dabei unterstützen kann, einen Weg zu finden, um anders zu helfen, dann ist er es. Ja, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Weil da vorne ist, glaube ich, wieder diese Besoffene, oder? Inmitten von Gräbern. Ich musste mir Hinweise finden, wie ich anders befreien könnte. Mein erster Gedanke war der gute Pastor Jakob, die Klatschtante der Stadt. Ach, so ist das. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Hier ist eine Telefonzelle. Gehen wir erstmal einfach hier in den Kirchenbereich rein. Wer sind die beiden? Es sind noch immer ziemlich viele Leute vor der Kirche. Ob sie schon gehört haben, was in der Praxis passiert ist? Vielleicht war das eine schlechte Idee. Reiß dich zusammen, Gerda. Sie wissen nicht, was geschehen ist. Sie wissen nicht, dass du dort warst. Du musst einfach nur den Pastor finden. Es könnte natürlich sein, dass Peter gequatscht hat, ne? Wobei, dann müsste er ja auch verraten, dass er dort war. Und was hat er dort zu suchen um die Uhrzeit? Mormors und Morfars Grab, Mamas Eltern, was sie wohl zu all dem sagen würden? Mama hat immer gesagt, dass Oma aus allem einen Kuchen machen konnte. Ich wette, diese Rationierungen hätten sie nicht davon abhalten können. Eine Kerze auf ihr Grab stellen. Ich habe leider keine. Das Grab von Oma und Opa. Wenn Papas Eltern das Land jetzt sehen könnten. Die Eltern meines Vaters wurden in Deutschland geboren. Sie starben in Dänemark und sie sind nie umgezogen. Zu welchem Land wird Südjütland wohl in 10 Jahren gehören? Auch hier kann ich keine Kerze draufstellen. Die da vorne könnte nochmal wichtig sein. Aber wir wollen auch hier drüben nochmal genau nachschauen. Da stehen Kerzen. Ihre Augen sind wie zum Gebet geschlossen. Was machst du da? Oh, Gerda! Es heißt, dass jemand in die Praxis eingebrochen ist. Und den armen Herrn Doktor haben sie auch getötet. Das ist schrecklich. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Oh, was für ein Unglück, dir derzeit widerfährt. Hoffentlich finden sie die Schuldigen bald. Hoffentlich nicht. Also, was machst du da? Ich ehre die Gefallenen. Sie lächelt traurig. Und Oscar. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Danke, Gerda. Ich weiß, sie hat das Richtige getan, als sie sich freiwillig für den Kampf meldete, aber es tut trotzdem weh zu wissen, dass vielleicht alles umsonst war. Und jetzt haben wir noch nicht mal einen Leichnam, den wir beerdigen und richtig betrauern können. Deswegen zolle ich hier meinen Tribut. Es ist eine schöne Geste. Oder? Ich bin froh, dass du das so siehst. Es sind zwar nur Kerzen, aber besser als nichts. Sie verstummt und ihre Augen werden melancholisch. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Manchmal frage ich mich, ob es das wert war.
Ich habe alles getan, was Mama und Papa von mir erwartet haben. Und doch haben sie mich nie auf dieselbe Art angesehen wie ihn. Erst als ich Sekretärin des Kriminalinspektors geworden bin, schienen sie mich zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Aber dann kam die Meldung, dass Oscar vermisst wird. Von da an redeten sie nur noch über sein heldenhaftes Opfer. Das hat mich so geärgert. Tut mir leid. Es ist furchtbar, egoistisch so etwas zu sagen. Bitte, Gerda, vergiss einfach, dass ich überhaupt was gesagt habe. So, ich sollte dann mal gehen. Es war schön, dich zu sehen, liebe Cousine. Oh je. Das ist eins ihrer Geheimnisse vermutlich, ne? Sie lebte lange im Schatten ihres älteren Bruders und fühlt sich unzulänglich. Eine davon wurde angezündet. Die Kerze, die Charlotte hier aufgestellt hat, flackert leicht im Wind. Zwei unangezündete Kerzen nehmen. Ein Denkmal für die dänischen und deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg als Wehrpflichtige der deutschen Armee gefallen sind. Ein Denkmal für die Menschen, die wir im letzten Krieg verloren, auf deutscher Seite. Dänische Soldaten im Ersten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkriegs gehörte Südjütland bzw. Nordschleswig noch zu Deutschland. Das heißt, die dänischen Einwohner der Region wurden für das deutsche Heer eingezogen und mussten für ein Land kämpfen, das sie nicht als das ihre betrachteten. Tatsächlich hofften viele von ihnen, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, damit Südjütland daraufhin wieder an Dänemark fallen würde. Insgesamt 30.000 Mann aus der Region wurden in den Krieg geschickt. Schätzungen zufolge gehörten ungefähr 2/3 von ihnen dem dänischen Bevölkerungsteil an. Etwa 6.000 dieser Männer sind im Krieg gefallen. Das ist schon ziemlich heftig, ne? Übel. So, was haben wir hier? Ein Gewirr aus Fahrrädern. Alle Reifen sehen abgefahren aus. Der alte Karl. Es sieht aus, als wolle er aufs Fahrrad steigen. Das wird es sein. Eine Schande ist das, wirklich. Hast du die Nazi-Göre da drüben gesehen? Stellt Kerzen auf das Denkmal unserer gefallenen Helden. Da können sie gleich ihren Rock heben und drauf pissen. Uff. Okay. Das ist nicht gerade nett, das zu sagen. Ich kann Leute dort drinnen reden hören. Da wollen wir vielleicht jetzt noch nicht direkt reingehen. Wir können hier hinten noch gucken. Können wir auch hinter das Gebäude gucken? Das ist, glaube ich, das größte Gebiet bisher. Okay, hier hinten ist nichts mehr. Hier vielleicht? Wen haben wir hier? Frau Sommerfeld, ihr Lächeln ist so warm, es weckt die Sehnsucht nach einfacheren Tagen in mir. Frau Larsen! Himmel, geht es Ihnen gut? Wir haben gehört, dass letzte Nacht jemand in die Praxis eingebrochen ist. Der arme alte Mann. Was wird nur aus unserer Stadt? Was wird nur aus unserer Stadt? Ein Mann wird getötet. Einfach so. Nein, ganz und gar nicht. Er mochte uns Deutsche vielleicht nicht sonderlich, aber... Das bedeutet nicht, dass ich ihm je etwas Schlechtes gewünscht habe. Wie war die Predigt? Oh, wundervoll. Unser Pastor kann wirklich mit Worten umgehen. Und er ist so freundlich, seine Predigten auch weiterhin auf Dänisch und Deutsch zu halten. Okay. So, wir könnten offenbar auch hier rein. Boah, es gibt hier echt viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Das ist echt Wahnsinn. Hier vorne war ja auch irgendwie eine Frau, die Ausschau gehalten hat. Ach, das ist doch unsere Freundin, oder nicht? Das ist unsere Freundin hier. Margit, sie schreibt in ihr Notizbuch, ihre Finger laufen schon blau vor Kälte. Margit? Oh, Gerda! Sie klappt das Notizbuch zu und dreht sich mit besorgter Miene zu mir. Es tut mir so leid, ich... Wo warst du denn? Ich habe versucht, dich abzupassen, aber du warst nicht zu Hause. Ich habe das von anders gehört. Und jetzt sagt man, jemand wäre gestern Nacht in die Praxis eingebrochen? Und dass sie den Herrn Doktor erschossen hätten.
Ist das wahr? Geht es dir gut? Mir geht's gut. Nur etwas aufgewühlt. Bist du sicher? Ja. Ich räuspere mich in der Hoffnung, das Thema wechseln zu können. Und bei dir? Margits Besorgung. Ich habe ein Gerücht über dich gehört. Dass du dich Tag für Tag bei der Post herumtreibst. Himmel, die Leute hier lieben es einfach zu tratschen. Es ist gar nichts Besonderes. Ich hatte auf Antwort von einem Literaturmagazin in Kopenhagen zu ein paar meiner Kurzgeschichten gewartet. Aber jetzt warte ich nicht mehr. Und, haben sie sich gemeldet? Ein bisschen Smalltalk, ne? Wir müssen ja bonden hier. Sie mochten die Geschichten nicht. Zu provinziell, haben sie gesagt. Naja, die kennen sich damit aus. Ja, so ist es wohl. Was machst du denn dann hier draußen? Trübsalblasen? Oh, ich warte auf Wolfgang. Wir wollen zusammen Mittagessen. Er sagte, er würde mich nach dem Gottesdienst mit dem Wagen abholen. Aber nun, er ist etwas spät dran. Ich fasse es nicht, dass er dich warten lässt. Du musst ihn wirklich mögen. Du musst ihn wirklich mögen. Sie lächelt mit klappernden Zähnen. Das tue ich. Es ist schön, sie so glücklich zu sehen. Aber ich komme nicht umhin, mich um ihre Zukunft zu sorgen. Oh, weißt du was? Warum kommst du nicht zu unserer Feier heute Abend? Mein Vater wird da sein. Ich bin sicher, wenn du einfach mit ihm redest, wird er helfen können. Glaubst du wirklich? Ganz sicher. Er hat durchaus Einfluss in dieser Stadt. Und die Deutschen schulden ihm auf jeden Fall ein paar Gefallen, so zugänglich wie er gewesen ist. Werden bei dem Bankett viele Soldaten sein? Also, ja, ich denke schon. Auch Gestapo-Leute. Mein Vater ist es wichtig, dass alle zufrieden sind. Vor allem angesichts dessen, wie der Krieg sich entwickelt. Auf jeden Fall glaube ich, dass er es sich für dich lohnen könnte, dabei zu sein. Es wird ein wirklich großes gesellschaftliches Ereignis. Es klingt wirklich so, als würde die gesamte Stadt hingehen. Naja, du kennst ja meinen Vater. Nicht einmal Krieg und Besetzung können ihn davon abhalten, die Feier des Jahres zu veranstalten. Ein Fest tut den Leuten im Moment bestimmt gut. Es hilft sicherlich, die Spannung ein wenig zu lösen. Ah, Wolfgang kommt, glaube ich, gerade. Man hört ein Auto. Auch wenn ich selbst nicht unbedingt daran teilnehmen will. Wir hören ein Auto auf der Straße heranfahren. Ah, da kommt er. Und Reinhard im Schlepptau. Fuck. Und Reinhard ebenfalls. Ob er irgendjemandem erzählt hat, was passiert ist? Aus den Gründen, die ich genannt habe, vermutlich nicht. Fräulein Margit. Oh, und Frau Larsen ist auch dabei. Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Ich musste mit einigen meiner Männer bei der Fabrik patrouillieren. Wir müssen sicherstellen, dass diese Saboteure die Produktion nicht wieder gefährden können. Frau Larsen, ich habe gehört, dass jemand in Ihre Praxis eingebrochen ist. Wir mögen unsere Zwistigkeiten gehabt haben, aber der Tod des guten Herrn Doktor hat mich trotzdem getroffen. Neuigkeiten verbreiten sich hier wirklich schnell. Es tut mir aufrichtig leid. Danke. Seien Sie versichert, dass die Wehrmacht alles in ihrer Macht Stehende tut, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen. Fräulein Margit, würden Sie mir die Ehre erweisen, ein Stück mit mir zu gehen? Natürlich, aber... Sie sieht mich entschuldigend an. Bist du sicher, dass du zurechtkommst? Ist schon in Ordnung. Geh nur. Komm mich nachher doch zu Hause besuchen, wenn du Zeit hast. Dann können wir weitersprechen. Reinhard, du kleiner Pisser. Reden wir mit ihm? Sollten wir wohl, wa? Sein Gesicht verfinstert sich verächtlich, während er an seiner Zigarette zieht. Ich fasse es nicht, dass ich diesen dummen Frischling den ganzen Tag durch die Stadt hinterherlaufen muss. Ah, Frau Larsen. So sieht man sich wieder. Sind Sie gekommen, um beim großen Mann da oben um Vergebung zu bitten? Ich fürchte, Sie werden den Himmel derzeit recht leer vorfinden. Haben Sie es jemandem erzählt? Bitte? Oh, Sie meinen unseren kleinen unglücklichen Vorfall letzte Nacht? Nein. Und ich gehe davon aus, dass Sie sich schön ruhig verhalten haben. Es wäre wirklich schade, wenn die Leute die Wahrheit über die gesetzestreue Frau Larsen erführen.
bei ihrer eigenen Arbeitsstätte einbrechen, sich Medikamente für den Eigenbedarf einstecken, Beihilfe zum Mord begehen. Nein! Ich habe nichts getan. Das stimmt nicht ganz. Irgendwie fehlt mir hier der Mittelweg dazwischen. Sie sind genauso schuldig wie ich, ist es ja nicht. Und ich habe nichts getan, ist es auch nicht. Es ist eher, den Tod des Doktors habt ihr zu verantworten. Weil die beiden wären auch ohne mich da eingestiegen. Und dann hätten sie sich auch bekriegt und dann wäre der Doktor auch dazwischen gegangen und vermutlich auch erschossen worden. Sie sind genauso schuldig wie ich. Wir sagen aber das ist taktisch klüger, weil wir sagen ihm damit, ja, du kannst versuchen, mich zu erpressen mit dem Wissen, aber wenn ich down gehe, gehst du mit down. Sie sind genauso schuldig wie ich. Wenn sie und Peter nicht da gewesen wären, würde der Herr Doktor... Sein Blut klebt an ihren Händen. Das mag sein. Doch was bedeutet schon ein weiterer Leichnam auf dem Stapel? Jedenfalls hoffe ich, dass die gestrigen Ereignisse sie gelehrt haben, den richtigen Leuten zu helfen. Wer kann sonst schon sagen, wie viel schlimmer es noch wird? Ich tue, was für mich und die meinen am besten ist. Sicher, sicher. Wie wir es alle tun sollten. Nun, ich tue nichts anderes, Frau Larsen, und ich lebe noch. Wenn Sie im besten Interesse Ihres Mannes handeln wollen, besuchen Sie mich heute Nachmittag auf dem Dorfplatz. Ich bin voller Vergebung. Der labert doch wieder Scheiße. Der labert doch wieder nur Scheiße. Was will er denn da? Der kann uns doch nur eine Falle locken wollen. Ich traue ihm nicht. Eine Kerze auf das Grab stellen. Die Kerze anzünden. Eine Kerze auf das Grab stellen. Die Kerze anzünden. Haben wir noch Streichhölzer? 2. Reinhard, dieser... Ist aber auch ein Knilch, ne? Okay, jetzt haben wir hier Margit. Sie ist wegen der Ablehnung durch ein Literaturmagazin voller Selbstzweifel. Bei Torben haben wir noch gar keine Geheimnisse. Der wird, glaube ich, noch eine große Rolle spielen. Er ist stark von Opiaten abhängig. Damit könnten wir ihn vielleicht übrigens ködern. Er geht neuerdings zusammen mit seinen Untergebenen auf Patrouille. Zwei Charaktere fehlen immer noch und einer davon wird auf jeden Fall der Vater von Margit sein. Okay. Hier sind wir jetzt also soweit fertig. Hier oben war nichts mehr, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ne? Wir sind hier doch komplett rumgegangen, oder? Oder können wir hier überhaupt rum? Die Illusion einer offenen Spielwelt und dann ist sie so zugeknöpft. Eine Schande. Was haben wir da? Kuchen in allen Formen und Größen sind auf dem Tisch verstreut. Es ist wirklich beeindruckend, was die Frauen dieser Stadt trotz der strikten Rationierung zaubern können. Sondriersk Kaffeeboard. Als beliebte Tradition in der Region besteht das Sondriersk-Kaffeeboard sozusagen daraus, große Mengen Kuchen und Gebäck zu einer gemeinsamen Kaffeetafel mitzubringen. Die Tradition wurde vor allem nach dem Sieg deutscher Truppen im Jahr 1864 populär, als es den Dänen nicht erlaubt war, an politischen Versammlungen teilzunehmen, es aber kein Gesetz dagegen gab, sich zu Kaffee und Kuchen zu treffen. Ein echtes Kaffeeboard sollte mit mindestens 21 verschiedenen Kuchen und Gebäcken aufwarten, darunter mindestens 7 weiche Torten und 7 harte Gebäcksorten. Aha. Das ist ja interessant. Sehr interessant. Muss ich mir mal merken. Ich will auch so eine Kaffeetafel machen. Die Frau plaudert angeregt mit ihrer Nachbarin. Und hast du Westergaards Tochter draußen warten sehen? Anscheinend wartet sie auf ihren deutschen Leutnant. Vor einer Kirche voller Dänen?
Diese jungen Leute heutzutage keinen Anstand. Oh, hallo Gerda. Ich weiß, dass sie deine Freundin ist, aber man kann nicht sagen, dass ich Unrecht hätte. Kann man wirklich nicht. Okay. Oh, alle freuen sich so über die Kuchen. Ja, kann ich verstehen. Vor allem er. Wenn er so weitermacht, haben wir bald keine mehr. Sehr bald. Sollten wir ihn aufhalten? Nein, nein, soll er essen. Der arme Mann scheint in letzter Zeit so angespannt. Das stimmt, da fragt man sich doch warum. Ist das nicht der Typ aus der Pub? Er ist das doch, oder? Ah nee, das ist Torben. Es ist Torben. Er hält einen Teller, der mit reichlich Kuchen beladen ist. Vorsicht, Torben. Uff. Er prustet und hustet für einen Moment. Höf? Entschuldige, Gerda. Hab dich nicht gesehen. Wie geht's dir? Er hat noch Krümel im Bart. Ich kann nicht aufhören, sie anzustarren. Ich erwähne die Krümel nicht. Gerda, alles in Ordnung? Ja. Ja, entschuldige. Ich hab von der Sache mit Anders gehört. Der arme Junge. Ich hätte nie gedacht. Also, wenn ich irgendetwas tun kann, sag mir einfach Bescheid. Danke. Hier, wie wär's mit einem Stück? Er hält mir ungelenkt den Kuchenteller hin. Gerne. Danke. Das sind schwere Zeiten. Wir sollten uns nehmen, was wir kriegen können. Vor allem bei dem Essen heute Abend. Obwohl ich überrascht bin, dass die Fabriksache Herrn Westergaard nicht die Laune verdorben hat. Es sieht wirklich nach einem großen Schaden aus. Auf jeden Fall. Es wird Wochen dauern, das Chaos zu beseitigen. Schlechte Neuigkeiten für den Alten, gute für mich und meinen Lieferwagen. Endlich mal. Das wird natürlich ein oder zwei Tage warten müssen. Da bräuchten wir Auffassungsgabe. Warum das? Der Alte hat die Aufräumarbeiten einstellen lassen, bis die Deutschen da fertig sind. Frag mich nicht, warum. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, diese Kuchen essen sich nicht von allein. Torben, hast du dir gerade Kuchen in deine Jacke gestopft? Hm? Was? Naja, einen vielleicht. Aber nicht für mich natürlich. Für ein paar Freunde, die gerade nicht unbedingt raus können. Da kennst du sicher auch welche. Aha. Die gerade nicht raus können, das klingt sehr nach dem Widerstand. Torben sagte, dass die Aufräumarbeiten in der Fabrik weiter andauern, aber dass der Zugang wieder offen steht. Okay. Dann könnte es sich vielleicht sogar lohnen, da hinzugehen. Um nach weiteren Spuren zu schauen, falls noch welche da sind. Ich nehme mal an, dass die Deutschen eigentlich da schon sehr gründlich aufgeräumt haben.